Aber das hat auch nichts mehr gebracht. Sondern dieser dieser aktive Aspekt der Ultimate, der ist halt echt, echt gut. Und auch gut umgesetzt gewesen. Und ich denke, dass KT daran auch festhalten möchte. So, jetzt sehen wir's. Die Jungler, die werden zumindest in Form von Nidalee erstmal wieder gebannt. Eben waren ja auch Rek'Sai. Was war noch gebannt? Irgendein Jungler war noch gebannt. Was, die Kindred? Bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall waren eben Rek'Sai und Nidalee gebannt. Jetzt sind wir das auch. Oh, Jhin Air, tut euch einen Fall, nehmt die Shen raus. Ja, wunderbar. Das war gut, dass wir den rausnehmen. Gehe ich vollkommen konform mit. Für KT soll es jetzt wieder der Vladimir First Pick werden. Es hat vorher nicht gut geklappt. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass es, wenn es vorher nicht geklappt hat, dass es dieses Mal klappen wird. Denn die Comps werden im Endeffekt dann ähnlich aussehen wie vorhin. Außer, dass der Shen diesmal noch fehlt. Der Ryze ist noch offen. Oh, das ist natürlich wichtig. Der Ryze ist jetzt nicht der optimale Pick, um den Vladimir klein zu halten. Das ist natürlich jetzt eine Sache, wo man ein bisschen überlegen muss. Allerdings, Vladimir ist auch kein Pick, womit du Ryze bursten könntest. Man hat ja noch ein bisschen Zeit. Man kann den Pick noch nach hinten rausschieben. Du weißt ja im Prinzip, dass der Vladimir in die Mitte gehen wird. Ich meine, das könnte auch ein Vladimir Top sein. Man könnte den so ein bisschen zumindest dort noch als Flexpick sehen, aber ich denke, in der Mitte hat er momentan die besten Möglichkeiten. Aber Top Lane hast du halt das Problem, dass du zuerst immer Magieresistenzen rushst und dass du halt ganz oft dort mit viel AD-Schaden auch hantieren musst. Was Jungler angeht, was auch die Top Lane angeht. Und gerade was die Jungler angeht, hast du dort noch eine längere Lane und da ist der Pool nicht immer sicher für dich. Also da muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Und auch der Jungler, ne? Der wird normalerweise versuchen, eher eine Top-Lane zu ganken, als dass du Midlane ganken gehst. Weil die Midlane ist einfach eine kurze Lane. Wenn du da einen Gegner hast, der noch einen Pool hat, der ein bisschen CC hat oder so, dann stunt er dich einmal und danach ist er schon unterm Turm. Du kommst halt sehr, sehr schlecht nur an ihn ran. Bei Top-Lane sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Hat sich jetzt hier für den Braum, vor allem wieder für den Graves-Pick entschieden, wer das erste Game vorher nicht gesehen hat. Da hat Winged halt richtig hart die Carry-Pants angezogen mit Graves. Ohne ihn wäre das ganze Spiel auf jeden Fall in die Hose gegangen. Arrow, oder für Arrow wird da zumindest wieder die Ashe gehabert. Das wäre okay, sie bringt eine Menge CC mit sich, genauso wie Fresh. Das ist die gleiche Kombination wie eben, damit kann ich sehr, sehr gut leben. Das Ganze kombiniert mit Vladimir ist auch okay, wenn du halt genug CC zur Verfügung hast. Ist zwar jetzt nicht der AOE-CC, den man sich wünschen würde, aber es kann alles noch kommen. Gragas wäre eine Variante, die ich persönlich jetzt noch relativ gut fände. Elise wäre was, was man auch machen könnte. Alleine schon wegen dem Cocoon gegen Ryze. Und Rumble. Ah, Rumble ist halt wieder so eine Sache auf der Top-Lane. Rek'Sai wäre echt gut. Da würde ich auch komplett konform mitgehen. Rumble ist halt echt so eine Sache. Er hat wenig HCC und ist so anfällig auf der Top-Lane. Er ist ein Pick, wenn er ins Spiel kommt, der halt echt, echt gut ist. Aber wenn er nicht ins Spiel kommt und du vor allen Dingen nicht die richtigen Teamkämpfe herbeiführen kannst, dann ist er halt nicht so geil. Denn wenn du jetzt im Jungle viel die Fights dorthin ziehen kannst, wo du den Einebner sehr, sehr effektiv einsetzen kannst, um so viele Gegner wie möglich zu slowen, damit Vladimir eine Chance hat, da reinzukommen, dann wird die Teamkomp halt ziemlich effektiv. Aber als solches und vor allen Dingen blind picken ist dann doch ein bisschen riskanter. Oh, Kindred, oh, bitte nicht. Das ist genau dieselbe Kombination, die wir vorhin schon mal hatten. Bloß, dass man jetzt noch weniger HCC auf der Top-Lane hat, weil der Shen fehlt. Also die letzten beiden Picks bin ich ehrlich gesagt nicht so begeistert von. Ein bisschen sicheren, einen besseren HCC hätte ich da schon ganz gerne gehabt. Man hat ohne Frage viel Damage im Team. Wenn die Komposition nach vorne kommt, kannst du halt über Ashe das Ganze gut snowboarden, weil sie bringt die nötigen HCC und das nötige Catch-Potenzial mit sich, allgemein die Botlane. Aber wenn sie nicht nach vorne kommen, im Late-Game sehe ich da ehrlich gesagt so ein paar Probleme. Wir haben wieder Trace mit dem Malzahar auf der Top-Lane. Allerdings glaube ich, dass Malzahar gegen Rumble nicht ganz so gut dastehen wird. Also gegen Shen habe ich es verstanden, aber wieso würdest du jetzt Malzahar in Rumble reinpicken? Ich meine, der kann permanent mit seinem Flammenspeier dein Schild downhalten. Der kann deine Minions im AOE clearen, der kann sich selber ein Schild geben, um von den Minions wegzukommen. Ich weiß nicht, ob Malzahar jetzt wirklich die beste Option war. Und du hast auch wieder viel Schaden bei Jhin Air vorhanden. Ich finde, beide Teams sind jetzt nicht ganz optimal zusammengepickt, ne? Aber sind von den Werten her und vom alleinigen vom Potenzial her. Für die Teams an sich ziemlich gleich auf. Du hast viel Damage, und zwar in beiden Teams. Und hast halt nicht ganz so viel CC. Wobei Jhin Air hat wahrscheinlich noch mehr CC. Die haben halt noch Braum, die haben natürlich auch massiv CC über Ryze dabei. Und sie haben halt noch die Ultimate von Trace. Wo hätte ich da jetzt bei KT einfach noch was richtig Schönes? Einfach ein Maokai oder sowas auf der Top-Lane. Auch Maokai ist immer noch nicht schlecht geworden. Meinetwegen auch eine Poppy. Das hätte das Ganze schön abgerundet. Oder du nimmst als Support noch einen Bart mit. Bart hat halt auch eine wunderbare Synergy mit Ashe und hat halt ein wunderbares Potenzial auch mit Vladimir zusammen.
dass du zwei Leute, sagen wir mal zwei Leute mindestens, in die Ultimate reinkriegst und Vladimir einfach Zeit hat, ins gegnerische Team reinzulaufen. Das Potenzial mit Vladimir fehlt mir halt einfach wieder so ein bisschen, ne? Aber es kommt halt auch immer auf die Ausgangssituation drauf an. Wenn Vladimir eine gute Position zum Flankieren findet, ist er natürlich immer noch Wurf. Das muss man so sagen. Willkommen, meine lieben Freunde, zum finalen Spiel heute. Dieses Game wird entscheiden, wer als Sieger aus dem Best of Three rausgeht. KT und JinAir stehen sich bisher 1-1 und ich muss auch sagen, Kopf an Kopf gegenüber. Auch im letzten Game hat jetzt nicht unbedingt JinAir Greenwing schlecht gespielt, sondern KT hat einfach so hervorragend rotiert und konnte sich von vornherein so einen kleinen Snowball sichern, der sich durchs ganze Game gezogen hat. Haben halt einfach alle Drachen und alle Nashers bekommen. Das haben sie halt wirklich exzellent geplant. Da bin ich gespannt, ob JinAir diesmal wieder ein bisschen besser dranbleiben kann. Der Unterschied im letzten Game, der war auf jeden Fall gegeben. Im ersten Game sah das Ganze anders aus, aber im ersten Game hatten wir auch ein 70- oder 80-Minuten-Game. Ich habe keine Ahnung mehr, wie lange es ging. Auf jeden Fall, nachdem wir schon 80 Minuten später angefangen haben, ein 70-Minuten-Game, wo auch noch eine halbe Stunde Pause mit drin war, war ein bisschen zeitstreckend, das Ganze. Aber jetzt haben wir es geschafft. Schlussendlich sind wir im finalen Spiel drin. Oh Gott, hier geht Sneaky weiter. Da steht aber eine Ward, die sie sehen wird. Nee, die blaue Worte unten steht. Das ist die Frage. Sie haben sich genau durch die Mitte bewegt. Ich denke, die Worte hat das noch gesehen. Sie haben nicht gepinkt, oder? Ja, die haben es echt nicht gesehen. Die sind zwischen zwei Worts gerade sneaky durchgelaufen. Sumner geht da nach oben. Pilot, der ist da drauf. Score muss sofort flashen. Schön gemacht. Muss halt zusehen, dass er auf die Lane rüberkommt. Immerhin einen Flash bekommen. Ja, aber das ist ja... Sneaky, sneaky. Meine lieben JinAir Greenwings. Die müssen halt genau gesehen haben, wo die Wards gestanden haben. Oder genau predicted haben. Also wahrscheinlich haben sie nicht genau gesehen, wo die Wards hingeplaced wurden. Aber wenn du dich da so durch die Mitte durchbewegen kannst, ist das schon echt krass. Naja, Score und Thumbnail, die gehen dafür jetzt in den ganz normalen Jungle rein. Lassen sich natürlich nicht großartig beeindrucken. Shay, der versucht noch ein bisschen zu stören. Aber Smite ist halt immer noch da. Ein Score wird im Endeffekt geworfen. Aber Smite, jetzt muss Shay sogar aufpassen. Da kommt nicht noch ein Fresh. Mit dem rechnest du ja normalerweise nicht. Er hat aber seinen Flash dazu nude ab. Das ist halt auch eine Variante. Normalerweise gehst du als Support immer den gegnerischen Jungle und Toplaner im Lane-Swap stören bei ihren Jungle-Tätigkeiten. Allerdings ist es hier auch möglich, dass du zum Beispiel einfach deinen eigenen zu Hilfe kommst, um einem Support auch gefährlich zu werden. Und das haben wir bisher auch nicht so selten gesehen, dass sich auch mal ein Support dort ein bisschen weit aus dem Fenster rauswagt und sich catchen lässt, während er halt stören möchte. Braum ist jetzt auch nicht gerade der mobilste Champion. Er kann halt einmal, wenn ein befreundeter Einheit in der Nähe ist, dorthin springen. Boah, da war halt nichts gegeben. Wenn er sich da nicht rechtzeitig zurückzieht, dann ist er halt gefährdet. Deshalb auch hier der Gedanke von Achani gar nicht schlecht, dort in den eigenen Jungle, den eigenen Leuten zu Hilfe zu kommen. Im Endeffekt, auf der Lane wird der Support eh nicht benötigt. Und wir sehen jetzt hier eine Variante, wo man nicht in den kompletten Lane-Swap reingeht, das haben wir vorhin schon mal gesehen, sondern man swappt das Ganze zurück, wenn man einfach die Lane ausspielen möchte. Das ist okay, dann wird es jetzt keine frühen Turrets geben, wir haben die direkten Lanes. Allerdings darf man auch nicht vergessen, jetzt ist JinAir erstmal dabei zu backen. Die Frage ist, ob die das jetzt so lassen oder ob die gleich wieder swappen. Oh ne, Lucian geht gleich wieder auf die Top-Lane. Jetzt wird es in 2 gegen 2 Lane gehen. Ist für uns ehrlich gesagt spannender. Ich bin da mal ein größerer Fan von. Klar, der Lane-Swap, der hat schon seine Berechtigung. Allerdings ist es natürlich als Zuschauer dann mal langweilig zu sagen, ja, ab Minute 8, Minute 15, da passiert halt nicht so viel. Schön, Trace nochmal getroffen mit dem E. Ist wichtig, weil immer wenn er getroffen wird, kommt seine Passive nicht wieder. Und die brauchen den ersten Level halt Ewigkeiten. Ich glaube 18 Sekunden oder sowas. Auf jeden Fall musst du da bei Malzahar ziemlich lange drauf warten. Das wird in den letzten Level dann wesentlich angenehmer. Zum Schluss braucht die 5 oder 6 Sekunden noch. Aber wenn du die schnell nicht schnell genug bekommst, dann ist das natürlich für dich ganz schön von Nachteil auf der Lane. Kindred ist jetzt auch in der Lage, mit Level 3 einen guten Gang zu vollführen. Der Schaden ist auf jeden Fall da. Da ist er wieder. Also dieser Special von Malzahar, der ist immer ziemlich markant durch diese lilane Rüstung, die ihn umgibt. Daran sieht man immer, dass der nächste Spell absorbiert wird. Wobei absorbiert kann man nicht sagen. Du kriegst halt quasi eine Sekunde lang 99% weniger Schaden oder sowas in der Richtung. Irgendwie so ist das gebärdet und du bist halt immun gegen CC. Also gegen Silence, gegen Slows, gegen Festhaltung.
Aber bisher von den Farmwerten natürlich ein bisschen unausgeglichen. Ash ist da schon 14 jetzt hinterher. Liegt aber einfach daran, dass sie halt später auf die Lane geswappt ist. Und diesen Reswap quasi selber vorgenommen haben. Dadurch hat sie oben, das hat man von gesehen, war so ein ganz guter Knubbel am Turm oben. Fresh hat zwar einiges an Erfahrung davon abbekommen. Aber die Last Sits, da war er schon nicht in der Lage, am Turm zu sein. Hat sich jetzt hier auf eine sehr defensive Variante entschieden. Hat sich Schuhe geholt und einen Kall dazu. Das ist okay. Es wird halt irgendwann goldeffizient für sie werden, wenn sie die nötigen Last Sits bekommen hat. Und das Ding verkauft hat. Das Kall finanziert sich ja quasi selber. Du kriegst mit jedem Last Hit extra Gold dazu. Und wenn du, wenn du deine 100 Gold hast oder deine 100 Stacks, dann kriegst du nochmal extra Gold dazu. Und dann ist das Ding genau refinanziert. Und wenn du es dann verkaufst, dann hast du quasi Plus damit gemacht. Sind natürlich jetzt keine Tausende von Unsummen Gold, von denen wir da reden, sondern es geht da um ein paar hundert. Aber wäre noch nicht verkehrt. Man nimmt halt, was man kriegen kann. Gibt nichts davon wieder zurück. Ryze jetzt hier in der Mitte mit Träne und Saphirkristall unterwegs. Ryze ist ja wahrscheinlich auch der einzige Champion, der zumindest richtig viel Nutzen schon vom Mana ziehen kann. Viele Champions mit Tier, die lane sich ja und skalieren dafür später richtig gut. Ryze allerdings, der ist schon im Midgame relativ stark, weil er halt auch über maximales Mana schon Schaden bekommt. Seine Spells, die skalieren da einfach mit dem Mana. Oh, hier geht mal aggressiv voran. Achani wird gestunt. Der kommt da durch. Lucian natürlich wunderbar geeignet, da die Brawl Passive zu kriegen. Graves trifft die Ultimate. First Blood für Jill der Green Wings. Und das war super geplant. Und jetzt sieht man auch, warum die Synergie zwischen Lucian und Braum so stark ist. Du hattest keine Chance, nach dem Flash dann noch irgendwie vom Stun wegzukommen, weil du jedes Mal nach einem Spell von Lucian zwei Auto-Attack abbekommst. Und damit ist natürlich die Braum Passive ultra schnell gesteckt. Und der Stun, der kommt da in jedem Fall durch. Achani, alles haben es gezogen und trotzdem nicht überlebt. Schöner Lane-Gang da von Winged. Ja, da sieht man gerade ein großes Problem von Rumble. Er ist wahrscheinlich einer der Champions, mit dem es am ekelhaftesten ist, unterm Turm last hitten zu können. Schöner Move hier von Trace. Der wusste halt, dass Winged oben gesehen wurde. Und wenn Winged oben gesehen wird, dann weiß man eigentlich schon, was der gegnerische Jungler denkt. Ne? Du denkst dir, oh wow, da war der war ganken, ich war nicht da, na was mache ich? Dann versuche ich zumindest in seinen Jungle reinzugehen und ihm ein paar Camps zu klauen, damit er halt da ein bisschen was verliert. Und hier gleich der Weg in Richtung Blue Buff von Score. Allerdings haben da die Lanes halt auch ein bisschen was mitzureden. Deshalb schön vorausgeschaut da von Trace, der halt genau wusste, dass da der Wink in Richtung Blue Buff kommen könnte. Den möchte man nicht abgeben. Ja, das stört Trace nicht. Der E wurde einfach absorbiert vom Spell Shield. Der Schaden hat sich noch an Grenzen gehalten. Man hat den Turm oben nicht weiter gepusht. Der Gank ist also relativ folgenlos geblieben. Relativ meine ich, dass das Gold natürlich trotzdem jetzt massiv Unterschiede darbietet auf der Lane. Das ist jetzt ein BF Sword auf Lucian, der auch jetzt noch nicht mal shoppen war. Und du siehst halt bei Ash eine Pickaxe. Immer noch nicht das Schlechteste. So, es hätte auch bloß ein Longsword oder so sein können, aber gegen BF Sword kannst du damit natürlich nicht traden. Und gerade nicht gegen Lucian. Der ist im Early immer noch stark. Der wurde zwar genervt auf Patch 6.11, allerdings hat er da bloß ein bisschen Range verloren und minimalistisch wirklich ein paar Schadenswerte. Das macht jetzt für die Lane aber nicht so viel aus. Gegen Lucian Lane ist es also jetzt gerade sehr, sehr unangenehm zu spielen. Da solltest du auf keinen Fall in die Trades oder in die aggressiven Trades reingehen. Zack, Kusen, der gönnt sich einfach die Midlane. Kann man machen. Blue Buff hat er ja. Ultimate von Ryze hat ja auch wirklich denkbar wenig Cooldown. Das ist fast lachhaft. Ich finde auch gut, das ist ja auch der Patch, wo jetzt Ryze schon wieder ein bisschen genervt wurde. Das heißt, auch seine Ultimate im Late-Game hat mehr Cooldown. Das war aber auch unbedingt notwendig. Du hast es ja geschafft, innerhalb einer Passiven, wenn du die Passive mit Ultimate ausgelöst hast, hast du es geschafft, danach in 5 oder 6 Sekunden wieder dein Ultimate ready zu haben. So viel Cooldown Reduction hattest du. Da war auf jeden Fall ein Nerf nötig. Dennoch ist Ryze immer noch sehr, sehr stark. Gefühlt wurde er jetzt schon 10-mal wieder genervt, seitdem er seine jetzige Form hat und trotzdem wird er noch immer gespielt. Ist auch fast in Korea bisher Permban gewesen. Wink, der gönnt sich da einmal den Erddrachen. Wird auch nicht gesehen, den würde er kriegen. Zack. Ja, wozu auch Smite benutzen? Er hatte gar keinen Smite. War das ganz schön mutig. Er hat die Ward dahinter, der das Pit gestellt. Und entsprechend hätte er gewusst, wenn Kindred in der Nähe ist. Wenn Kindred gekommen wäre, hätte er einfach abgebrochen. Das war schon okay, der Move.
Leverkusen, der versucht einmal so aggressiv zu traden, wie es nur geht. Oh, Score wird da umgesehen. Zack, aber er hat das Camp, glaube ich, bekommen, ne? Ja. Score hat selber weggesmited. Damit für ihn natürlich das Deck vorhanden. Da hätte Wing, glaube ich, ein bisschen aggressiver spielen sollen. Das ist immer bitter, wenn du freiwillig Stacks gegen Kindred abgeben musst. Ja, Samuel, so wirklich viel Schaden kriegt er nicht von der Ultimate, ne? Jetzt über die Zeit kommt ein bisschen was. Jetzt versucht er das Ganze umzudrehen. Ist überhitzt und Trace muss flashen. Wirklich schön eingeschätzt hier von Samuel. Der ist zwar 20 CS hinten, ist aber in den Trades einfach noch vorne. Aber ich sage, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Malzahar wirklich so gut gegen Rumble funktionieren soll. Gegen Shen ist es absolut nachvollziehbar. Das hat seinen Sinn und Zweck, aber... Gegen Rumble nicht unbedingt. Ich habe mit Maxim in der Pause gerade auch ein bisschen Quatsch gehabt. Der meinte gerade, dass auch die Winrates von Malzahar gerade wieder am Exploden sind. Die Dynamic Queue. Habe ich noch gar nicht drauf geschaut. Ich habe mal, wie gesagt, die letzten Tage 3-4 Mal gesehen. Das war aber auch alles. Jetzt versuchen wir das Ganze über die Lane zu kriegen. Jetzt haben wir wieder aber Backporten. Pass auf, Trace kein Flash mehr. Teleportation kommt. Thumbnail hat jetzt auch nichts mehr. Nur sein Flash. Das wird da oben aber nicht reichen. Geht jetzt am Turm vorbei. Sneaky, sneaky. Der kommt da sogar noch raus. Score muss da hinten seine Ultimate zünden. Aber Winged hat noch seine Ultimate. Das wird für ihn schwierig. Oh, er verhaut sie. Aber da ist auch Kusen. Und der holt sich den Kill. Ohne Probleme mit dem Flash. Also der Kill, der wird auf jeden Fall nicht entkommen. Aber die Ultimate, die ging mal im rechten Winkel komplett daneben. Ich meine, das ist halt so eine Prediction-Frage, ne? In welche Richtung der Q geht. Auch von Thumbnail. Guter Move, ne? Er geht halt aggressiv in der Trace hinterher mit seinem Overheat. Da müsste Trace halt so aggressiv dranbleiben. Der kann aber selber nicht über die Wall flashen, weil er vorher sein Flash schon gebraucht hat. Und damit kommt Thumbnail da oben raus. Ah, schade. Hätte Wing sein Ultimate getroffen, dann hätte sich Kusen den Flash sparen können. Und auch für Ryze ist der Flash jetzt nicht unwichtig. Gerade in der Midlane. Er ist selber auch ein sehr, sehr immobiler Champion. Wenn er einmal geslowt wird von Kindred, kann das gefährlich werden. Okay, Trace geht jetzt hier einmal um die Midlane zu halten. Leider fängt er einmal die Seuche ab. Aber diese Krabbler, die machen aber auch ekelhaften Schaden über die Zeit. Ich meine, Fleisch hat das jetzt nicht so sehr, der heilt sich einfach wieder hoch. In der Zeit geht Trace wieder auf die Botlane. Aber okay. Dadurch konnte jetzt nicht die Wave direkt in den Turm reingepusht werden. Pilot zieht sich oben ein bisschen zurück. Ist im Farm noch immer deutlich vor Arrow. Ist aber auch verständlich. Pilot entscheidet sich jetzt hier auch nicht für das Korean-Bild. Das wurde ja auch schon... Wobei, nee, das wird auf 6.12 wurde das schon genervt, oder? Ja, doch. Da wurden ja sowohl Klinge der Unendlichkeit, auch als Sense Reaver haben halt einen kleinen Buff bekommen. Was die Schadenswerte angeht. Shay muss hier flashen. Flash gegen Flash getauscht. Oh, das ist natürlich sneaky. Diese Malta-Mechanics. Einfach nur Ulti rauskasten und GG Rumble. Da haben sie dann abgeholt. Das ist natürlich jetzt für Wink nicht schwierig gewesen, da um wirklich viel Schaden zu verursachen. Wenn Rumble sich nicht bewegen kann, dann kann er sich da auch gegen Malta Ultimate nicht wehren. Trotzdem schön getrappt da über die Lane. Da hat man gewusst, dass keine Wards stehen können. Du hast ja quasi Numus Nerf jetzt mit dem Patch gehabt. Du hast halt einen leichten Klinge der Unendlichkeit und Sense Reaver Buff gehabt. Und damit ist es für dich auch wieder um einiges lukrativer geworden, auch direkt auf die Crit-Werte für Lucian zu gehen. Ich denke, es ist noch immer möglich, ein Korean-Build bei ihm zu bauen. Für die Early Power Spikes, aber ins Late-Game skaliert er damit viel, viel besser. Man muss wirklich sagen, beide Teams sind sehr Late-Game-Skalastig. Leider muss ich einmal zusehen, dass er wegkommt. Kriegt aber eine Menge Leben dazu. Das Ultimate, das reicht nicht von Winged. War eine Menge Platz. Trace kriegt jetzt hier unten noch den Turm. Diesmal der erste Turm also an Jhin Air Greenwings gegangen. Die sind auch vom Gold her nicht schlecht vorne bisher. Also in der 15. Minute da schon fast 3000 Gold vorne zu sein, das ist schon eine Marke. Wenn man das so fortsetzt, dann ist da einiges drin. Der Turm, der tut jetzt auch nicht so viel unbedingt dazu bei, aber sie sind halt in den Farmwerten sind sie gut vorne. Und vor allen Dingen in den Kills auch schon. Wir haben die drei Catches jetzt hier wunderbar. KT, die sehen da ihre Chance, wollen raufgehen. Achari, der versucht sich da oben mit Pilot zu befassen. Von hinten kommt aber noch Someday. Der kriegt man den Kill. Keine Chance für Pilot. Der konnte eine Menge Schaden verursachen, aber es reicht nicht mehr im Endeffekt, um einen Kill rauszukriegen. Allerdings, Shay, der kann sich da unten zurückziehen. Von hinten kommt noch Fly. Frage ist, Fly muss da nicht ein bisschen vorsichtig sein. Der wird jetzt geultet, der Schaden reicht aber nicht aus. Malta hat wirklich nichts zur Verfügung. Kindred Ultimate ist draußen, damit kann man hinten noch Hachani am Leben halten. Trace, der stirbt aber nicht. Um jetzt Winged, ist alleine. Sollte also ein bisschen aufpassen.
Er hat die Ward zu stehen. Er weiß, was da auf ihn zukommt. Oh Gott, zwei Wards zu clearen gleichzeitig mit Graves. Das ist der. Das ist wirklich ein echt ekliger Job. Ne? Graves ist der wirklich schlechteste Champion im Ward-Clearen, weil er halt immer so lange nachladen muss. Wobei Jin könnte er auch eh nicht lange brauchen. Jin muss ja nach vier Schüssen auch nachladen. Zumindest für eine. Für zwei Wards. Einer Ward ist okay. Der Arrow ging zwar daneben, aber da durch das Rumble noch von hinten kommt, keine Chance dafür Pilot irgendwie rauszukommen. Das war gut vorbereitet. Damit jetzt ein Kill wieder aufgeholt von KT. Aber auch viel investiert, das darf man nicht vergessen. Teleport und fast alle Ultimates. Auf der anderen Seite hat man halt immer noch Kusen, der jetzt den Teleport-Vorteil hat. Da muss man halt gegen Ryze ein bisschen aufpassen. Wenn der einmal schafft, hinter Ashe dort irgendwie aufzutauchen, dann ist halt Wiedersehen Ashe. Der Passive, da solltest du eigentlich als Vladimir auch nicht reintraden. Und er hat im Endeffekt ein bisschen Schaden an ihm verursachen können und kann sich jetzt selber wieder hochheilen. Aber gegen die Pässe von Ryze versuchst du eigentlich nie zu traden. Da versuchst du immer geschickt zu umgehen. Acharnin, der hat die Stacks drauf. Der hockt zwar, was hat sich selber damit. Keine Chance rauszukommen. Arrow trifft nur Shade. Score ist im Bedrängnis. Keine Ultimate. Muss da sterben. Jetzt kommt Sunday. Die sind halt alle für ihn perfekt schon aufgestellt. Keiner hat mehr Leben bei den Genieurs. Zweiter Kill. Keine Chance, irgendwie rauszukommen. Damit nochmal der Even-Trade. 2:2 geht man aus diesem Kampf heraus. Aber es ist noch nicht ganz vorbei. Leider sieht er anscheinend auch seine Chance. Wird jetzt nochmal gesloten. Ja, da kann er nicht rankommen. Keine Chance. Das war halt echt gut initiiert von Jin and Greenwings. Die hatten einen super guten Engage. Aber der Rumble, der hat das Ganze später schön gedient. Aber aufgeräumt von hinten. Ash Arrow hat halt nicht optimal getroffen. Und hat Charlie Mugal gecatcht. Das haben wir nicht vergessen. Ja, das war eigentlich eine Situation, wo Jin eher gut dastand. Trotzdem, der Teamfight ging gar nicht so gut aus. Hachani war instant dead. Hier oben, Fly. Der muss sich zurückziehen. Der Score hat keine Ultimate. Zack, wurde abgeholt. Hat kurz danach, glaube ich, die Ultimate erst abbekommen. Ne, war noch ein bisschen auf Cooldown. Ein Drittel fehlt dann ungefähr. Was haben wir? Der kann das Ganze von hinten aufräumen. Die Teamfights sind echt schwer für sie momentan zu nehmen. Das ist aber noch kein großer Power Spike. Denn gerade Graves, dem fehlt da noch ein bisschen was. Diesmal geht er auch nicht auf die Humus-Variante, sondern geht sehr, sehr früh auf den Mormotius. Ist aber verständlicherweise richtig, denn du hast zwei AP-Solo-Laner, zum einen Rumble und du hast einen Vladimir gegen dich. Und dann möchtest du natürlich früh auch einen wirklich viele Magieresistenzen und große Schild haben. Wieder einiges an Sicherheit. Der Erddrache, der geht jetzt hier an KT. Damit jetzt 1:1, was die Erddrachen angeht. Einen Turm, wenn sie bekommen. Sollte der zweite jetzt werden. Ich weiß nicht, wie weit da oben der gute Trace kommt. Er ist auch gleich am Turm dran. Rumble ist jetzt erst auf dem Weg. Oder ein bisschen darauf an, wie viel Leben das Ding hat. Schön! Arrow mit einfach Gage ist halt super immobil. Kindred Ultimate verhindert das Schlimmste. Da war aber noch gerade so Glück gehabt, das Score da war. Schöne Aktion hier eigentlich von Shay, aber im Endeffekt bezahlt man das Ganze halt ohne Summoners mit den eigenen. Kriegt keinen Kill raus. Es war aber auch nicht perfekt getimt. Schöner Dodge vom Pilot. Da hätte Wink sich seine Ultimate aufsparen müssen. Oh, da hinten der Equalizer, der zoned alle raus. Wink jetzt hier mit Drängnis, würde abgeholt. Zwischen allen Banden wurde einfach gesandwiched. Auch hier der Einnehmer von Sumner, der hat zwar nicht Wink getroffen, war aber trotzdem super gut gesetzt, ne? Der war bloß dazu gedacht, dass du halt, wenn jetzt das gegnerische Team kommt und dann auch in den Kampf mit reingehen möchte, dass die halt durch den Einnehmer durchlaufen müssen und somit eigentlich gerne joinen können. Also er hat den Kill mehr oder weniger dadurch gesaved, auch wenn er den Einnehmer nicht getroffen hat. Ja, Kusen ist da sehr aggressiv unterwegs. Dann lässt sich passiv aus. Ryze ist auch ziemlich stark gerade. Hat seine Rod of Ages fertig, hat sich auch ein Needless Lee dazu geholt. Geht also sofort in Richtung Trainerausbau. Alles klar, Rumble.
Hatte ich mir auch mittlerweile mit seinem Standardbild jetzt schon fertig. Muss ich danach entscheiden, ob er entweder in Richtung Salzette geht oder in Richtung Whitestaff. Heißes Sicht und Protobell sind auf jeden Fall schon da. Aber der Protobell finde ich ist auch mal wichtig für ihn. Geistessicht ist natürlich auch gegen zwei AP-Quellen nicht schlecht. Sowohl gegen Malzahar als auch gegen Weiss. Aber im Endeffekt hat er auch hier wieder viele AD-Damage-Quellen. Shani muss da flashen und vor allem die Heilung von Ash wird auch noch gebraucht. Man hat, glaube ich, von dem Graves Ultimate einfach Angst gehabt, dass das noch hinterher geflogen kommt. Akusen macht ihm halt momentan nicht viel Schaden. Wird sich aber schlagartig ändern, sobald er später seinen Lernstab hat. Wenn er den hat, dann sollte er mit Fly eigentlich klarkommen. Ist halt so die Frage. Dann kannst du in einem Kampf, in einem direkten 1v1, wo du All-In fightest, Vladimir gegen Ryze, das ist halt wirklich eine Frage, kann Ryze die Passive schneller immer wieder aufrechterhalten, weil in der Passive wird der Vladimir immer outraden, als der sich heilen kann, während er die Passive nicht abhat. Würde mich mal interessieren, wenn die beiden sich direkt gegenüberstehen. Aber ich denke, auf Dauer wird der Ryze den Kampf gewinnen, und Vladimir, wenn er halt selber Zaubervampir zur Verfügung, er kann selber immer wieder die Passive benutzen. Er hat halt wesentlich mehr Damage Burst. Das ist ohne Frage klar. Vor allen Dingen wird später der Ryze für Arrow eine ziemliche Qual werden. Der sollte sich in jedem Fall ein QSS holen, um sich von dem ersten Runengefängnis lösen zu können. Wenn er es nicht kann, dann wird Kusen immer für den One-Shot gehen. Er will halt unbedingt einen Carry haben. Ist ja auch logisch. Weil wenn du selber ein Carry bist, dann willst du die gegnerischen Carries immer als erstes nutzen. Und da Arrow selber auch noch so immobil ist, ist er natürlich ein sehr, sehr lukratives Ziel für Ryze. Ein sehr, sehr einfaches Ziel auch in Anführungsstrichen. Gehört natürlich auch immer noch ein Ziel dazu. Alles klar, der eine mehr trifft nicht. Der Flash war in einer Linie, hat man sich nicht davor zurückziehen können. Der Arrow trifft halt trotzdem. Winkt noch die Ultimate, hat aber den Maw. Wird also nicht tödlich enden. Der ist jetzt geprockt. Oh, Trace. Der war auch im letzten Game schon relativ oft out of position, ne? Im ersten Game waren Trace und Shay, so keine Ahnung, was die da gespielt haben. Im zweiten Game ja auch Shay. Die haben irgendwie ein ganz, ganz anderes Game gespielt. Aber auch hier, ne? Da darf sich Trace einfach nicht hinbewegen, nicht alleine. Da müssen wir aufpassen, sehen wir es nochmal. Der Silence bringt ihn jetzt hier den Schild gebrochen. Der eine hat ihn halt nicht mal getroffen. Jetzt kommt halt der Arrow und den Flash, den kann er sich echt kneifen. Braucht nicht in einer Linie von einem Arrow wegflashen. Und er war wirklich auch nicht mehr annähernd nah genug an der Wand, um darüber zu flashen. Ich meine, das war wahrscheinlich so ein bisschen Panikintention, dass er dort über die Wand rüberkommt. Aber da war doch noch ein ganzes Stück dazwischen. Leider kein Problem hat. Der pusht die Waves einfach raus. Wir sind jetzt bei ihm auf dem Hintes, also gehe ich ganz stark davon aus, dass bei ihm als nächstes das Kristallzepter folgen wird. Ist okay. Ist halt ein kleiner Ausgleich dafür, dass er sonst kein CC hat. Kann er die Gegner nochmal zusätzlich ein bisschen slowen. Wenn du diesen E von ihm voll auflädst, dann slowt er ja auch. Also kannst du ihn vorher zum Beispiel auch schon mal loslassen. Das slowst du ihn ja trotzdem. Manch eine Situation, die verlangt das halt von dir. Ray supportet schon mal back, während die Wave geklärt wird. Malzahar ist ein echt schwerer Champion. Hat sich hier auch sehr, sehr früh jetzt für den Lernstab entschieden. Vorher hat er erst noch das Kristallzepter gebaut und dann den Lernstab. Jetzt braucht er erst den Lernstab und dann das Kristallzepter. Liegt aber einfach daran, dass die Gegner wirklich sehr viel Magieresistenzen hier im Early Gerusht haben. Du hast den Maw of Kindred, du hast einen Rumble, der halt sofort einen Negatron-Mantel geholt hat. Und du hast einen Vladimir, der sowieso geistesig baut. Und man hat davon gemerkt, Trace hat wirklich bedenklich wenig Schaden gemacht. An Someday. Den hat das gar nicht gejuckt und ist danach sogar noch raufgegangen. Tätig ging auf den nächsten Drachen. Heute ist Tag der Erddrachen. Ne, dieses Game, da haben wir bloß ja Erddrachen. Sind aber ziemlich wertvoll. Gerade mit der Kindred zusammen könnte der Nashor sehr, sehr schnell gehen. Vladimir ist jetzt zwar nicht so gut, um den Nashor zu machen, aber mit einer Ash und einer Kindred zu zweit ist man da flott unterwegs. Diesmal fehlt zwar so ein bisschen der Tank. Ein Rumble ist natürlich kein Tank, sondern der ist ein Damage-Dealer. Aber wenn du den Nashor schneller töten kannst, als er dich töten kann, kannst du trotzdem wie auf das Sticky Aktionen gehen. Allerdings darf man dabei auch nicht vergessen, im letzten Game war es halt ein bisschen besser von der Situation her. Im letzten Game war ja Katie auf der anderen Seite. Das heißt, das Pit in ihre Seite hin war geschlossen. Also sie können jederzeit über die Wand dashen. Sowohl Kindred als auch Shen sind in der Lage, dort aus diesem Pit nach hinten raus zu dashen. Und damit haben sie halt mehr Sicherheit, falls sie doch noch gestört werden beim Dasher. Hier müssten sie jetzt halt den ganz, ganz langen Weg zurücklaufen. Und die Gegner könnten sie einfach chasen, wenn sie es erwischen.
angehen. Sprechen viele Sachen gerade dagegen, dass sie diesen schnellen Sneaky Nasher machen sollten. Zumindest so einen schnellen und so einen Sneaky Nasher, wie sie es im letzten Game gemacht haben. Oh, der Farmunterschied zwischen Pilot und Arrow ist mittlerweile echt groß geworden. Da liegen schon 50 CS jetzt mittlerweile zwischen ihnen. Das ist eine ganze Menge. Wenn man so sagt, dass 15 bis 20 CS ein Kill sind, dann liegen halt nochmal extra 2 bis 3 Kills zwischen den beiden. Und Pilot hat schon so 2. Hat sich jetzt auch sofort die QSS noch geholt. Einfach nur gegen den Ash Arrow. Ist auch wichtig, ist richtig so. Sowohl Ryze als auch Pilot sind da gerade sehr, sehr safe unterwegs. Das ist ja auch nicht der Ash Arrow. Du hast zwei Gefahrenquellen eigentlich, die gefährlich werden können bei dem Gegner. Zum einen ist es der Hook, der von Hachani treffen könnte. Das sollte man normalerweise als Profispieler umgehen können, durch viel Sicht. Und zum anderen ist es halt der Arrow von Arrow. Und du kannst halt beides mit dem QSS quasi canceln. Das heißt, du hast immer eine Lebensversicherung. Finde ich gut, dass man sich da auf beiden Seiten sehr, sehr früh für dieses QSS entschieden hat. Hier geht mal aggressiv rein. Braum Ultimate gut gesetzt. Jetzt muss man allerdings zusehen, dass man da rauskommt. Jetzt hier Rumble. Keine Chance hat, da rauszukommen. Das ist vielleicht noch nicht vorbei. Malzahar immer noch mit Ulti und Flash zur Stelle. Ja, man hat, glaube ich, ein bisschen Angst, wenn man gerade zwei Flashes investiert hat. Ein Kill im Endeffekt für Jhin Air. Das ist okay. Aber es macht erstmal nicht viel aus. So eine einzelne Kills sind nicht so viel wert. Nicht, wenn daraus nicht ein Turm oder ein Drake oder sowas resultieren kann. Oh, da oben geht man jetzt an den Nasher ran. Malzahar und Dusche sind beide dran, probieren jetzt Sneaky zu machen. Man hat natürlich immer noch die W-Mechanik, aber Hachani ist da. Oh, schöner Flash direkt auf Hachani, Pilot hinterher, zack. Der kann aber auch flashen, wird da im Endeffekt nicht rauskommen können. Da hat man gut reagiert, hat ihn gesehen und ist sofort draufgegangen. Damit der zweite Kill, der hier auch an Jhin Air geht. Das ist Sneaky, die wollten gerade mit Malzahar und Lucien einfach nur den Nash machen. Ich meine, es geht natürlich, weil du mit den kleinen, diesen leeren Krabblern, kannst du halt den Nash auch tanken. Deshalb war Malzahar ja auch eine Zeit lang so übelst OP, weil du so viele von den leeren Krabblern bekommen hast und die einfach Nasher solo machen konnten. Mittlerweile hat man das ja ein bisschen angepasst. Aber wenn du hier noch einen AD-Carry dazu hast und Pilot ist halt super fett gerade, dann kann man das ruhig mal probieren, zu zweit auch einen Nasher zu machen. Ist okay. Score, der holt sich hier einmal die Krabbe. Damit sollte man sicher sein, dass der Nasher nicht einfach sneaky angegangen wird. Katie haben ja auch Erfahrung darin, selber sneaky Nashers zu machen. Dementsprechend wissen sie auch, wie sie dagegen vorzugehen haben. Ich hätte mal interessiert, wie weit der Nasher da schon runter war. Aber sie hatten ja 10 bis 15 Sekunden ungefähr Zeit, bevor der Scout von Hachani kam, um zu schauen, wie weit der Nasher da schon gesunken ist. Ah, der Hook trifft nicht. Da war aber nicht viel Platz dazwischen. Wing muss ein bisschen aufpassen. So schön es auch ist mit Maw gegen AP-Schaden, so schlecht ist es halt gegen AD-Schaden. Auch hier entscheidet er sich jetzt wieder diese sehr aggressive Variante im Item-Build. Also Yumus fehlt zwar noch, aber das Blade soll auf jeden Fall wieder rankommen. Ich habe so langsam das Gefühl, Jhin Air pickt diesen Graves jedes Mal bloß, um den Vladimir klein zu halten. Weil er hat gegen Vladimir so gut funktioniert. Keine Rüstung und das Dustblade kann im Pool auch noch procken. Erst jetzt versucht der Gute in Richtung Hourglass zu gehen. Ist aber auch normal. Wenn diese drei Core-Items brauchst du halt einfach bei jedem Protobild, Geistessicht und das Kristallzepter. Worauf, naja, Geistessicht, darüber kann man sich ein bisschen streiten. Wann es dann gut ist und wann nicht. Einige sagen immer. Ich sag fast immer. Klar. Jetzt ist es ein Katie, die irgendwie dran sind. Man hat die Ward da hinten nicht gesehen. Das ist natürlich bitter. Teleport unterwegs. Ryze ist da. 4000 Leben noch. 2000 Leben. 1000 war super schnell. Es reicht. Und wieder. Katie kriegt den Nasher geschenkt. Warum? Ihr habt doch da eine Ward zu stehen, Jhin Air. Da kommt sogar noch ein Teleport durch. So, dann portet doch von mir aus ins Pit rein. Mit Ryze und mit Trace als Malzahar. Ich meine, Kuse hätte auch noch Flash zur Verfügung gehabt. Aber so benutzen sie Teleport. Und schauen trotzdem einfach nur zu, wie der Nasher weggeht. Das ist nicht gut.
von Katie natürlich wieder sneaky gemacht. Ne? Sind schnell rangegangen und haben natürlich mit Kindred und den zwei Erddrachen vor allen Dingen dort jede Menge Schaden zur Verfügung gehabt gegen den Asher. Trotzdem sollte der nicht so einfach aufgegeben werden. Schon gar nicht, wenn du selber die Sicht hast. Das ist wieder Inferno Drake, der hier da ist. Okay, Team mit dem Nasher jetzt natürlich bessere Ausgangslage, das Ding auch zu bekommen. Von den Goldwerten her nimmt es sich gar nicht so viel. Trace, der müsste halt dazu porten. Teleport ist jetzt unterwegs, aber da... Von wo willst du denn da engagen, Trace? Was soll denn der Teleport da hinten in der eigenen Backline? Was willst du da denn machen? Das bringt ihm auch überhaupt nichts. Er hat seinen Teleport investiert. Man kriegt den Drachen trotzdem nicht. Omis Thumbnail noch immer am Split pushen. Der kann den Turm pushen. Jetzt kriegt der Fly einmal. Es reicht, um ihn abzuholen. Nicht. Kind und Ultimate, die hält ihn dann die ganze Zeit am Leben. Und im Endeffekt ist Wink derjenige, der hier stirbt. Und jetzt Fly, der hält sich einfach hoch. Der stört ihn gar nicht. Oh Gott, Kusen. Den Turm wird man hier bekommen. Der obere Turm muss ja auch nicht mehr so viel Leben haben. Der Gesamtheit konnte dann noch einiges an Schaden verrichten. Zweiten Turm nimmt man hier gleich mit. Vor allem ist man noch in einer Vorzahl, Überzahlsituation, Vorzahl. Der Schild ist jetzt gebrochen von Trace. Der Hook, der konnte zwar dadurch abgebrochen werden, aber dennoch hat man gerade keine Möglichkeit, hier 5 Mann abzuwehren. 20 Sekunden noch bis zu Wink, den Turm bekommt man. Die Erddrachen plus der Inferno Drake, die geben einfach so viel Stats dazu, dass du so einen Turm, so einen Dash halt im Nu machen kannst. Sehen wir es nochmal. Das war hier ein guter Gedanke von Trace. Fleisch hat ein bisschen zu dicht dran. Kann hier nichts benutzen. Schön kombiniert mit den Ultimates auch, aber Kindred ist halt da. Und solange Kindred dahinter steht, kannst du halt nicht Single-Target auf einen alles fokussieren, wenn du genau weißt, der wird im Kindred-Ultimate überleben und kann danach eh in den Pool reingehen. Also hier ein bisschen überhastet von Jhin Air. Aber sie haben halt auch kaum eine Wahl. Sie mussten jetzt einen Catch bekommen. Dadurch, dass sie das Teleport so verpfeffert haben und nichts draus bekommen haben, willst du halt irgendwie damit irgendwas anstellen. Sonst gibt es halt alles umsonst auf. So, ein langes Replay. Oh ja, schauen wir uns mal an, wie der Turm da fällt. Kann man mal machen, Mann. Zack. Jetzt sind wir aber in der Gegenwart. Dann pusht er die Top-Lane rein. Ich denke, der zweite Turm hat auch nicht mehr so viel Leben. Ah, es geht. Hat ein Fünftel etwa verloren. Ein bisschen muss man mal was schöner investieren. Aber der Nash ist immer noch da. Der hält ja insgesamt 3 Minuten. Kannst du schon effektiv verwenden. Mit den Erddrachen, denke ich, sollte man auch in der Lage sein, hier sogar noch an den Turm ranzukommen. Ja, der Nash jetzt ausgelaufen. Okay, jetzt ist es wieder schwieriger. Es wäre eigentlich eine Option, jetzt einfach 5 gegen 5 diesen Inhibitor dort in der Mitte zu forcieren. Ich denke, dass Kate hier einfach in der Lage ist, diesen Teamfight mitzunehmen, wenn die Gegner sie engagen müssen. Und wenn sie den Inhibitor nicht fallen lassen wollen, dann müssen sie halt auch engagen. Und in der Rückwärtsbewegung ist Kate hier eigentlich ziemlich gut. Boah, schöner Hook auf Kusen. Ah, der kann das Ganze auch mit PSS sofort verhindern. Da seht ihr, warum das so wichtig ist. Fly, der ist ein bisschen beschäftigt. Das ist halt ein Balearenkrabler. Und die slowen noch all die ganze Zeit. Ja, ich weiß jetzt immer noch die Pässe. Da kommst du momentan nicht groß. Oh, Kusen, der kriegt ab. Kein QSS. Wunderbar, den Einnehmer gesetzt. Dreimal Vladimir Ultimate. Jetzt hat man den Support bekommen. Die anderen kriegt man wahrscheinlich nicht. Die können sich zurückziehen. Trotzdem wieder ein Catch bekommen. Und das war so gut, dass der Arrow Kusen trifft. Die mussten alle sofort reinspringen, weil Kusen halt kein QSS mehr hatte. Das musst du gegen den Hook schon mal verwenden. Einmal wird er halt zum Fehler verziehen. Aber ein zweites Mal wirst du halt bestraft und der Inhibitor, der wird jetzt hier fallen. Das war ein schöner Arrow. Perfektes Timing. Das ist halt bitter. Und im Endeffekt sagt man jetzt so, oh, Shay ist gestorben und Shay spielt heute echt nicht schlecht. Aber das war halt echt nicht Shays Fehler. Und da hätte Kusen mehr aufpassen müssen. Wobei, eigentlich kann man auch nicht sagen, er muss da mehr aufpassen. Er scheitert halt inmitten von 3 Leuten. Und der Arrow hat ihn halt trotzdem getroffen. Eigentlich war das von Arrow ziemlich präzise dort gemacht, dass er in dem Moment seine Ultimate genutzt hat. Den Inhibitor hat man bekommen. Jetzt kann man sich halt überlegen, wie man es macht. Thumbnail sollte einfach auf die Top-Lane gehen oder Split pushen. 4 Mann auf die Bot-Lane. Dann spielst du das jetzt einfach Split Push runter.
Thumbnail sollte momentan auch wesentlich stärker als Trace sein. Er ist vom Farm her halt ungefähr gleich, aber er hat halt 2 Kills mehr. Er hat selber sein QSS auch zur Verfügung und ab dem QSS sollte er mit Malzahar überhaupt kein Problem mehr haben. Er kann quasi, wenn der sein Ultimate castet, einfach QSS drücken, kann dann aus dieser W-Zone rausdashen, also aus dieser Schadenszone, und kriegt bloß noch den normalen Schaden vom Malzahar Ultimate ab. Er hat halt jetzt zusätzlich mit dem Protobelt auch diesen Dash zur Verfügung und den kann man da ruhig effektiv nutzen. Wenn du dann in diesen 401-Bus reingehst, dann kannst du das durchaus machen. Man muss halt ein bisschen aufpassen, weil Kusen natürlich auch einen Teleport zur Verfügung hat. Das heißt, du solltest da nie in eine Nachteilssituation geraten. Aber sobald 2 Mann auf der Toplane sind, gehst du halt für den Botlane-Turm. Und sobald 2 Mann auf der, oder alle 5 auf der Botlane sind, gehst du halt für den Toplane-Turm. Das sind die besten Möglichkeiten. Unten solltest du halt momentan mehr Leute hinstellen, weil du unten noch den T2-Turm zu nehmen hast. Den kannst du ja so wesentlich leichter nehmen, wenn du da gut bist. Aber man versucht das Ganze als Team runterzuspielen. Die wollen zu 5 bleiben. Radim ist gerade ein bisschen in der Mitte unterwegs, macht einen kleinen Spaziergang. Kann man auch irgendwo verstehen. Wenn du halt das Spiel nicht langsam und sauber im Split-Push runterspielen möchtest, dann versuchst du halt den Catch zu bekommen. Und das geht natürlich bloß, wenn alle 5 zusammen sind. Über den Engage von Arrow. Ja, der Elder Drache. Katie ist heute hier Objective Main. Die wollen möglichst alle kriegen und man geht sofort auf den Elder Drachen drauf. Auf der Gegenseite siehst du gerade die Bewegung in Richtung Nashor. Das wird aber nicht reichen. Da oben ist auch Vladimir und die sind längst nicht fertig mit Nashor, bevor da die Gegner angerückt sind. Schön gemacht. Elder Drachen gesneakt und man sieht halt einfach, was die Erddrachen in so einem Matchup wert sind, wenn du vorne bist. Die kriegen die Objectives so schnell. Keine Chance, die irgendwie zu contesten. Und da jetzt 2 Erddrachen, ein Feuerdrachen und ein Elder Drake oben drauf. Das ist jetzt halt der Nashor, der wird einfach, als ob du mal mit der Fliegentouch einmal raufklatscht, wieder platzen. Alles klar, sie versuchen jetzt den Nashor über die Wand zu machen. Alles klar, Jhin Air. Die probieren das und das sieht gar nicht schlecht aus. Das geht ziemlich schnell, man sieht sie in der Ward einfach nicht. Katie jetzt unterwegs, da wird Hachani seinen Augen nicht glauben. Zack, das war einmal super gut gemacht. Genial gemacht von Jhin Air Greenwings. Die gehen einfach alle über die Wand rüber. Die kleinen Minions von Trace, die tanken das Ganze. Pilot kann rüber dashen, Wing kann rüber dashen, dann geht das auch. Wir haben jetzt gesagt, der Nashor, der wird hier nicht an Katie gehen, sondern Jhin Air, die haben noch lange nicht aufgegeben. Die wollen das hier noch contesten. In der Situation ist der Nashor vielleicht gar nicht schlechter als der Elder Drake. Also im direkten Vergleich ist der Elder Drache jetzt natürlich stärker. Aber guckt euch mal die Dauer an. Der Elder Drache, der hat jetzt nur mal ein paar Sekunden. Er hält vielleicht noch ein Drittel, also 30 Sekunden. Und wenn in den nächsten 30 Sekunden noch nichts passiert, ist der Nashor, der ist noch da. Und der Elder Drache nicht mehr. Ich muss sagen, dieses Best of Three heute steht echt so ein bisschen im Zeichen des Nicky Nashors. Ich meine, das ist übelst gut. Sowas sehe ich mir natürlich auch gerne an, wenn man sowas perfekt plant. Ist halt nicht wie in den A. Da wird halt ein Sneaky Nashor probiert und dann sterben alle aus dem Team. Sondern hier macht man das ganz kontrolliert und bedacht. Das ist halt auch so krass, ne? Da stand halt sichtbar gegeben auf die Nashor. Aber es hat nicht gereicht, um hinter Nashor diese kleine Grauzone aufzudecken. Und KTN hat es halt echt nicht gesehen. Die arbeiten echt präzise mit der Sichtweise. Genial Greenwings. Auch der erste Invade quasi auf Level 1. Wo sie hier rüber gedasht sind über die Wand und dann einfach den Gegner dort gestört haben, weil sie zwischen 2 Wards durchgelaufen sind. Die sind wie Ninjas hier unterwegs. Dann sehen wir es, der Drache, der ist bereits verschwunden. Der Nashor ist aber immer noch da. Kusen muss ein bisschen aufpassen. Da oben steht ein Wort, man sieht ihn. Er ist da definitiv auf der falschen Hälfte, hat aber einen Teleport zur Verfügung, sollte den jetzt auch nutzen. Arrow, der kommt. Oh Gott, das wird jetzt schlecht wieder ausgehen. Und jetzt den Teleport und sein Mate portet rein. Was ist das denn? Muss jetzt den Teleport abbrechen, Fleiß unten. Alleine gegen 2 Mann, der wird ja wahrscheinlich auch nicht rauskommen, obwohl sie gar nicht so schlecht aus. Und oben schafft man jetzt nicht ganz rauszukommen. Trace, der muss dann mit dem Leben bezahlen. Aber was war das denn für eine Absprache? Kusen versucht rauszuporten und Trace portet rein.
Oh Gott. Da hat was mit der Kommunikation nicht so ganz gestimmt im Team gerade. Das ist natürlich jetzt wichtig. 5 gegen 4 wirst du nicht in der Lage sein, diesen Turm gut halten zu können. Trace wird fehlen in der Verteidigung. Fly, der ist jetzt natürlich auch noch lange unterwegs. Oh, Thumbnail! Der stirbt ja fast. Jetzt kommt die Ultimate erst raus. Jetzt muss er sich zurückziehen. Das war wichtig. Auch Wink hier wieder. Der hat so viel Burst-Schaden. Haut die da einmal komplett aus dem Leben. Naja, nicht ganz aus dem Leben, aber fast aus dem Leben. Und das reicht einfach, dass der Gegner sich zurückziehen muss. Ja, was haben die aber auch so aggressiv unterwegs, ne? Unten sehen wir nochmal, dass Fly gecatcht wird. Der ist jetzt alleine gegen Shay und Pilot. Zack. Griff sofort gestunt. Naja, versucht mit der Ultimate was zu machen. Aber Shay's DC war echt gut gepaart da. Er hat jetzt einen Crimson Rush und mit dem Ultimate kriegt er eine Menge Leben wieder zurück. Hier oben kann man echt froh sein, dass Ginger Greenwix bis einen Kill abgeben. Das ist so. Davon können die träumen, dass sie in der Situation wirklich bis einen Kill abgeben. Das sah für sie viel, viel schlechter aus. Ich habe da beinahe erwartet, dass da 2, 3 Leute sterben. Keine Ahnung, wie die es geschafft haben, sich nochmal rauszuwinden. Aber Trace als Opfer da nur abzugeben, ist wirklich noch okay. Hat jetzt auch nichts weiter verloren. Der Inhibitor ist wieder da. Ja, eine Kill ist da nicht so viel wert gewesen. KT versucht jetzt wieder ein bisschen Druck zu machen. Die wollen natürlich den Inhibitor haben. Der Inhibitor ist gerade so ein bisschen der Schlüsselpunkt. Wenn sie den kriegen, können sie sich wieder ganz offen bewegen. Und können wahrscheinlich den nächsten Nasher auch wieder nehmen. Wenn sie nicht bekommen, dann stagniert das Spiel so ein bisschen. Man weiß ja nicht, wie man vorankommen soll. Und zu dem Zeitpunkt, muss man auch sagen, hat KT nicht mehr den stärksten Engage. Du hast theoretisch einen Arrow und den Hook. Der Hook ist halt als Engage auch nicht wirklich gut. Der Arrow ja, aber du hast halt viel zu viele QSSs schon im gegnerischen Team. Die wichtigen Ziele, wenn du die triffst, die können sich halt selber da wieder rauswinnen. Und die falschen Ziele, wenn du die triffst, kannst du nicht draus engagen. Malzahar kann das Ganze sowieso abfangen. Den mit dem Arrow zu engagen ist unmöglich, wegen seiner Passive. Und Rumble Ultimate, der eine Ebene, der ist auch nicht so gut, um so eine starke Eröffnung zu haben. Klar, der Slow ist vorhanden, aber die meisten der Gegner können einfach rausdashen, rauslaufen, bevor du da wirklich ein Engage draus ziehen kannst. Also haben wir das gleiche, was er immer macht. E in die Wave, B in die Wave, Q in die Wave und dann geht er einfach weg. Und sieht zu, wie das Ding da von alleine rausgepusht wird. Ohne dass er dabei ist. Dabei sind die Carries auch nahezu Full-Build. Wir sehen jetzt als letztes Item auf Ash sogar noch den Essence Reaver. Ist ja eigentlich ungewöhnlich, dass man den als letztes baut, aber hier ist es okay. Der hat vorher noch den Blutlöster geholt. Diese maximalen Schadenswerte. Der Essence Reaver ist jetzt natürlich auch voll effektiv gleich. Gibt dir halt die kompletten 30% Cooldowns. Und auch die Cooldowns sind eigentlich für sie ziemlich wichtig. So ein Ash-Arrow, den kannst du einmal blocken, aber die QSS hat mehr Cooldown, wenn Ash ihre Cooldowns fertig gebaut hat, als der Arrow von Ash. Das heißt, sie kann viel, viel öfter einfach gefährlich für die Gegner werden. Plus, dass du in Teamfights natürlich die Salve auch besser spammen kannst. Jetzt fragen sich sicherlich auch viele, ne, bei der Klinge der Unendlichkeit werden ja alle Crits bei Ash oder jeder zweite Auto-Tag ab jedem zweiten wird es ja immer als Crit gewertet. Aber beim Sense Reaver funktioniert das Ganze übrigens ein bisschen anders. Der Sense Reaver funktioniert ja auch so, wenn du den Gegner crittest, kriegst du maximales Mana wieder. Das war aber bei Ash nicht ganz so. Es gibt halt noch so einen kleinen, wie beschreibe ich das am besten, so einen kleinen Ticker im Hintergrund von Ash, der halt dir sagt, ob das eine normale Crit-Chance oder mit normaler Crit-Chance ein Crit gewesen wäre oder nicht. Das heißt, nicht jeder zweite Treffer bei Ash stellt unbedingt wieder Mana bei ihr her. Sondern du hast, wenn du 30% Crit-Chance hast oder 33%, nehmen wir mal als Paradebeispiel, dann wirst du auch bloß mit jedem dritten Auto-Attack, statistisch gesehen, auch dein Mana wiederbekommen. Ist halt lustig, wie die Mechanics auch anders funktionieren als bei der Klinge der Unendlichkeit. Mich wundert, dass Rumble noch gar keinen Yandris gebaut hat. Selber hat sich jetzt mit dem Rileys halt sehr, sehr viel für Utility entschieden. Aber ich muss sagen, ich persönlich bevorzuge auf Rumble Yandris immer noch über Rileys. Weil zwei von deinen drei Damage-Spells slowen eh schon. Da hast du nicht so viel von. Aber es ist gerne besonders effektiv. Posen geht da aggressiv raus. Hat die Pässe oder pfeffert Thumbnail einfach aus dem Leben. Keine Chance für ihn dort zu überleben. Der Nasher ist gerade wieder da. Das war das ungünstigste Timing, da gecashed zu werden von Thumbnail. Zum einen kann Kusen jetzt unten split pushen. Den Nasher kann man selber nicht machen. Und momentan sollte Ginny auch in der Lage sein, den Nasher selber anzufangen. Den Turm, den gibt es auf jeden Fall schon mal oben drauf. Und es gibt mindestens bloß den einen Turm.
wenn die Gegner jetzt auf die Botlane gehen, um das zu verteidigen, mit Kusen einfach zum Nashor porten. Und damit ist der for free für sie. Also das war ein ziemlich schwerer Fehler von Someday, dass er dort alleine unten stand. Ah, Teleport unterwegs, Kusen, der stirbt, aber im Endeffekt hat er bis die nötige Zeit gewonnen, um dort diesen Nashor erhaschen zu können. Ist okay, den einen Kill kann man abwenden. Meine Rumble ist auch noch nicht da, das heißt, man kann bei den Gegnern auch noch nicht so sehr reinpushen. Den Nashor zu pushen wird allgemein jetzt ziemlich unmöglich sein. Bis auf 55 Sekunden, bis Kusen wieder da ist. Es könnte sein, im schlechtesten Fall, dass man durch das Teleport von Someday eventuell den Inhib dort aufgeben muss. Aber bis zum Elder-Drachen ist Kusen auf jeden Fall wieder da. Er war halt auch ein bisschen weit unten unterwegs, ne? Ja, zack, den Nashor, den kann man nicht halten. Das geht ja auch viel zu schnell. Zwei Erddrachen mit den extra 20% Schaden. Die tun da gut bei zu. Bei zu. Ach, warte, was ich. Ist ja auch nicht so wichtig. Wir sind ja nicht im deutschen Unterricht. Der Elderdrache, der ist jetzt da. Beziehungsweise in 15 Sekunden. Er ist nahezu da. Katie, die schielen schon wieder so ein bisschen drauf. Mit Score geht das natürlich auch rasend schnell. Das muss dann da sein. Aber ich finde gut, dass der Cleanfeed gerade so Slow-Mo läuft. Jetzt hat er sich, glaube ich, wieder gefangen. Ja, jetzt sieht es wieder normal aus. War ich jetzt auf der Top-Lane unterwegs. Hat aber noch sein Teleport. Da kann es also machen. Der Botlane-Turm ist gerade eigentlich das lukrativste Ziel für Jhin Air. Der hat eben, dass Ryze gestorben ist, vielleicht noch 200 Leben oder sowas gehabt. Und regeneriert sich jetzt nicht so schnell. Ja, der mittlere Turm, den kann man nicht halten. Ghost würde hier gerade benutzt von Bloody Mane. Der will aggressiv vorangehen, kriegt aber niemanden. Teleportation ist unterwegs. Kusen kommt jetzt in den Rücken rein. Shay kann er gut aus dem Einnehmer rausflashen. Der Einnehmer kein Impact. Fly stirbt in der Braum Ultimate. Viel zu spät von Score. Die eigene Ultimate dort benutzt. Jetzt muss man aufpassen. Seht zu, was hier da rauskommt. So viele Ultimates, die verschwendet wurden. Arrow hat kein Engage mehr vorhanden. Man kann hier so bloß ein 1-für-1-Strat gehen. Allerdings ist der Support natürlich nicht so viel wert wie ein Midlaner. Hier war Fly einfach zu aggressiv unterwegs. Aber von Someday, der Einnehmer hat verfehlt. Score, die Ultimate zu spät geschossen. Arrow. Der Arrow hat keinen Impact gehabt. Da ist einfach so viel gerade schief gelaufen bei KT, dass sie diesen Teamfight verlieren mussten. Und sie haben jetzt nicht wirklich verloren. 1-1 ist okay. Aber im Endeffekt, der Trade war besser für Jhin Air Greenwings. Und die kommen jetzt auch in den Turm rein, haben immer noch die Nashor. Und Vladimir wird einfach fehlen. Ohne Vladimir können die gerade nichts machen. Wink, der kann sich hier nochmal vom Muck lösen, hat 4SS zur Verfügung. Aber der Innip, der fällt trotzdem. Wie gesagt, bessere Ausgangssituation gewesen für Jhin Air Greenwings. Die haben das super ausgenutzt. Ich würde es gerne mal im Replay sehen. Dieser Einnehmer war halt echt nicht gut. Er hat nichts getroffen, außer Braum kurz zu berühren und der Flash halt einfach nach oben raus. Das war es nicht worth, dafür einen Einnehmer zu verwenden. Und dabei war das für einen Rumble, muss man dazu sagen, gerade in dieser Jungle-Situation war das eine richtig, richtig gute Ausgangsposition für ihn. Wenn du da den Einnehmer perfekt setzt, gewinnst du den ganzen Teamfight. Ah, von den Goldwerten her ist es jetzt wieder relativ ausgeglichen. Ich habe gerade so ein kleines Déjà-vu. KT hat ja im ersten Game zwei Nashors hatten sie und drei Elder Drakes und konnten das Spiel nicht beenden. Und jetzt haben sie auch wieder drei Drachen insgesamt und einen Elder Drake. Und einen Nashor haben sie von, glaube ich, auch bekommen. Den zweiten haben sie jetzt abgegeben. Und können das Spiel schon wieder nicht beenden. Also sie haben da so kleine Problemchen mit dem Spielende. Late-Game kann jetzt halt jeder viel entscheidend sein. Wenn jetzt 60 Sekunden einfach einer stirbt, nicht mehr vorhanden ist, wird das Spiel vorbei sein. Das sind jetzt essentielle Fehler. Ja, gesagt, getan. Fly! Was hast du denn da zu suchen gehabt? Geht da einfach für den Face-Check, wird gecatcht und jetzt ist man halt wieder plus zu viert. Und wieder ohne den Midlaner. KT, das darf euch nicht passieren.
55 Sekunden jetzt ohne Vladimir. Das könnte jetzt eventuell sogar der Niederlage bringende Catch gewesen sein. Shay willst du nicht haben. Ein Ener trifft wieder bloß Shay. Nicht perfekt. Der Turm, der ist weg. Gusen aggressiv unterwegs. Man ist 4 gegen 5. Sunday, der hat die Lantern dann noch. Da stellt man sich aber auch. Er kriegt sie aber. Und dafür tauscht man jetzt weg. Man hat zu sehr getunnelt auf diese Lantern. Konnte ihn trotzdem nicht davon abhalten. Glück im Unglück nochmal für KT. Kriegen ja einen Kill, müssen bloß den Tower hergeben. Arrow noch am Leben. Kusa hat immer noch sein Flash. Der wird auf die Passive warten, will dann einen aggressiven Play machen. Ich sehe es ihm noch an. Nächstes Spell ist die Passive, glaube ich. Vladimir in 60 Sekunden wieder da. Robot chase das nicht. Ja, jetzt hat er die Passive. Läuft weg mit der Ultimate. Können wir uns trotzdem sicher sein. Das war echt nochmal Glück, dass man bloß den Turm bekommen hat. Hätte Wink gerade nicht so darauf getunnelt, diese Lantern blockieren zu wollen mit seinem Körper, dann hätte er das Ganze auch noch überleben können. Hätte er überlebt, dann hätten sie da noch mehr Potenzial gehabt. Da hat man die ganze Situation so ein bisschen unterschätzt. Ja, der Hook, der hatte keinen Impact. Der Arrow, der kommt jetzt durch, aber Chani, der hat sein GA noch, Trace, der stirbt jetzt hier. Das ist nicht worth. Kusen muss zusehen, dass er wegkommt und der noch stirbt. Was das? Das war's. Drei Mann wurden gerade for free gecatcht, nur weil Trace einen Support mit GA ulten wollte. Why? Warum würdest du als Melter alle deine Cooldowns auf den Support wasten wollen? Oh, Trace. Also an der Stelle, ich glaube nicht, dass Winged alleine das verteidigen kann. Er hat zwar Shay noch als Support dabei, aber der ist jetzt auch nicht so viel wert. Guck mal, wo Shay gerade rumläuft, der versucht die Minions jetzt aufzuhalten. Man kann das Ganze, denke ich, face-tanken. Du hast mit Vladimir eigentlich genug Potenzial, diese Türme tanken zu können. Ein Minion ist noch da. Zack, da fällt der erste Turm. Zack, der zweite. Den tankt man jetzt einfach über Vladimir mit. Das wird's gewesen sein. Keine Chance, da zurückzukommen. Jin, er hat das Spiel weggeworfen. Da benutzt man einfach die Kindle Ultimate. Der Kern, der ist futsch. Das ging ratzfatz. Da hat man das Spiel komplett aus der Hand gegeben. Und berechtigterweise, muss ich auch sagen, hat KT den Win mit nach Hause genommen. Sie haben selber ziemlich viel rumgezappelt.